Ja, also ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Marco Rademacher ist mein Name. Ich komme aus Berlin. Ich bin Diplom-Informatiker, habe einen gewissen längeren Hintergrund in der Pädagogik, habe unter anderem Informatiklehrer mitgeholfen auszubilden an der Freien Universität Berlin. Bin da aber nicht mehr tätig. Bin jetzt selbstständig und mache also unter anderem Kurse und unter anderem Dienstleistungen im Drupal-Umfeld. Und ja, über längere Zeit war ich dabei, quasi auch in den Anfängen, kann man sagen, bei der Sommeruniversität für Schüler an der FU Berlin. Die Kollegin, die das initiiert hat, die saß am Tisch gegenüber. Und da liegt das irgendwie nahe, dann, dass man da so ein bisschen mitmacht. Und das ist eine Sache, die ziemlich viel Spaß macht. Und insofern habe ich dieses Jahr da auch, obwohl ich nicht mehr an der Uni bin, da was Neues gemacht. Und das ist halt jetzt mal Drupal. Ja, Drupal ist ja auch eine relativ, jedenfalls in dieser Verbreitung, doch eine neue Geschichte. Wenn es ja schon ein paar Jährchen Entwicklung jetzt auf dem Buckel hat. So, okay, worüber werde ich jetzt genau sprechen? Dazu jetzt erstmal die Übersicht. Der Vortrag heißt ja Open Source Entwicklung lernen mit Drupal. Meine These läuft darauf hinaus, mal ganz prägnant zusammengefasst, dass Open Source Projekte zunehmend immer komplexer werden, der Einstieg für Neulinge immer schwieriger wird und größere Open Source Projekte früher oder später keine Neulinge oder weniger oder schwieriger Neulinge dazu bekommen. Schön ist es, wenn Neulinge vielleicht an leichterer Software Erfahrungen sammeln könnten, um überhaupt in Open-Source-Prozessen mitmachen zu können. Meine Idee ist, das Ganze vielleicht mit Drupal zu probieren. In diesem Vortrag werde ich also erstmal dieses Neulingsproblem, wie es ganz lapidar mal ausgedrückt ist, beschreiben, allgemein, wie es bei Drupal aussieht, anhand einer Studie, die an der FU durchgeführt wurde, und als Beispiel, wie mein eigener Drupal-Lernweg aussah. Dann werde ich was zu dem Drupal-Kurs selber erzählen an der Sommeruni, werde erzählen, was es mit dieser Sommeruniversität auf sich hat, wie man die Teilnehmer charakterisieren kann, die dabei waren. Ich werde die genauen Ziele des Kurses definieren, sagen, was die Teilnehmer für Ziele hatten, was meine Ziele waren und auf welche Methodik das Ganze hinauslief. Werde dann den Ablauf beschreiben, das wird wahrscheinlich der unterhaltsamste Teil des Ganzen sein. Und hinterher dann also sehen, ja, hat das alles hingehauen? Ist so ein Drupal-Kurs ein gutes Mittel, um die Ziele zu erreichen? Das werde ich erst am Schluss erzählen. Und zum Schluss dann eben die ganze Sache bewerten und sagen, welche Folgerungen ich daraus ziehe. Okay, jetzt erstmal zu diesem Neulingsproblem. Wie eben schon angedeutet, die Projekte werden immer größer. Wenn man an Firefox denkt, wenn man an OpenOffice denkt, wenn man an den Linux-Kernel denkt. Also ich weiß nicht, ich bin Diplom-Informatiker, aber wenn ich mich an sowas ranwage, also ich habe äußerst Respekt davor, ja, wenn da jemand überhaupt anfängt, sich einarbeitet und so weiter, weil das noch nicht ganz leicht ist. Und natürlich macht es mehr Spaß für einen Neuling, an einer Software zu arbeiten, die richtig toll funktioniert, als an irgendwas, wo jemand sagt, ach, ich würde mal gerne und meinst du nicht auch? Dann sagt man, ach, wie das was wird und so vielleicht. Ich weiß nicht, also es hat schon sicherlich eine Motivation, an was Tollem mitzumachen, aber bis man einen wertvollen Beitrag leisten kann, vergeht einige Zeit. Das ist ungefähr vergleichbar, denke ich, wir haben es ja beim Vortrag eben am Ende gemerkt, wenn es um Diskussionen geht in einem Umfeld. Ne, wenn man in einer kleinen Gruppe ist, dann sind es eine Handvoll Leute, die diskutieren. Wenn es ein Riesenhörsaal ist, dann möchte man meinen, hey, der Anteil ist genauso groß. Aber nein, es sind immer noch weiter 5, 6 Leute, die irgendwie den Finger heben und was sagen. Und meine These ist, bei Mitwirkung in Open-Source-Projekten ist das genauso. Das heißt, das Projekt mag wachsen, es mag wahnsinnig viele Leute geben, die da irgendwie von diesem Projekt profitieren. Wer hat nicht Firefox hier auf seinem Rechner? Aber wer hat da schon mal irgendwas eingesandt? Darf ich fragen, wer hat da schon mal was eingesandt bei Firefox? Ja, ne, ist halt schwierig. Wer hat schon mal bei Drupal was eingesandt? Ah, naja, okay.
Gut, ein bisschen verfälscht natürlich. So, dieses Neulingsproblem allgemein. Wenn ich also anfange, irgendwie so eine Software zu machen, ich muss natürlich erstmal eine Programmiersprache kennen. Ne? Ich brauche einen Interpreter, ich brauche einen Compiler. Muss ich mir raussuchen, was das ist? Ne? Muss ich auch Zeit für einsetzen? Ich will mich mit Leuten zusammensuchen, ich baue einen Kontakt mit denen auf, ich kommuniziere mit denen, es entwickeln sich irgendwie soziale Strukturen, wie kommuniziert man miteinander, was geht, was nicht. Wenn man irgendwie eine Weile programmiert, der eine programmiert so, der andere so, dann sagen wir, ha, wir brauchen Coding-Standards, ne? Kann nicht jeder das andere vom anderen umschreiben, das geht nicht. Namenskonventionen brauchen wir. Irgendwann, ja, kommen noch neue Leute hinzu, die wollen ja auch wissen, wie es geht. Vielleicht brauchen wir eine Installationsanleitung dann auch noch dafür. Es lohnt sich vielleicht, eine Versionsverwaltung dazu noch zu benutzen. Dann geben wir machen Packages, geben eine kleine Distribution raus dazu. Wir empfehlen irgendwelche Programmierumgebungen, mit denen es ja noch viel leichter geht, wenn man natürlich erstmal gelernt hat, wie man mit dieser Programmierumgebung umgeht. Dann haben wir tolle Funktionen geschrieben und es wäre ja toll, wenn nicht jeder die Funktion nochmal neu schreibt. Also machen wir eine API, ein Application Programming Interface, die wir dann gemeinsam nutzen können. Das muss man dann allerdings auch erstmal lernen, was es denn eigentlich für eine API gibt. Dann fällt natürlich auf, okay, wir brauchen Dokumentation, um den Leuten was über die API beizubringen. Aber wie schreiben wir diese Dokumentation auch? Wäre ja schön, wenn es alles in einem Format ist. Also muss ich den Leuten auch beibringen, wie man so eine Dokumentation schreibt. Irgendwann wird das System groß und mir fällt auf, vielleicht sollte ich es noch irgendwie anders strukturieren. Da muss ich den Leuten diese Struktur beibringen. Und gerade bei Drupal ist so ein Problem, diese Struktur ist etwas anders, wenn man die Module schreibt, als das, was man sieht. Man denkt sich, ah, wo ist denn auf der Seite das? Und denkt sich, man müsste im Programmcode, sagen wir mal, links oben gucken, wenn links oben irgendwas geändert werden soll. Das ist aber an einer völlig anderen Stelle. Und man muss diese Denke erstmal begreifen, ja, dieses Denken, um damit wirken zu können. Irgendwann, wenn das sehr professionell wird, muss man sich auch noch synchronisieren mit diesem ganzen Entwicklungsprozess. Also sein eigenes Modul dann auch fertig haben, wenn das Große rausgeht oder umgekehrt. Das ist also nicht leicht, ne? Und baut sich aufeinander auf und man sieht hier über die Zeit, das wird immer mehr, was man können muss. Und jetzt stellen wir uns mal vor, ein Projekt ist schon groß und wenn ich einsteige, kann ich nicht eins nach dem anderen lernen, sondern da muss ich alles auf einmal wissen. So, und das ist natürlich bei manchen Projekten schwer und bei anderen Projekten ein bisschen leichter. So, jetzt erstmal nochmal zur Theorie. Das Ganze ist also auch erforscht. Es gibt so eine Gruppe Systementwicklung an der Freien Universität Berlin, die befassen sich sehr stark mit Open-Source-Projekten und da gibt es also zum Beispiel eine Diplomarbeit, die ist vom April 2007, geschrieben ist sie allerdings seit 2006, also man darf jetzt nicht vermuten, dass da wirklich der Stand von 2007 drinsteht. Und da wurde auch, der Schwerpunkt lag auf Web-Content-Management-Systemen, so wie auch Drupal ein Web-Content-Management-System ist. Die wurden verglichen und nicht die Systeme selber wurden verglichen, sondern die Entwicklungsprojekte wurden da verglichen. Und ich will jetzt hier gar nicht erst in irgendwelche Vergleiche reinschlittern, weil das nicht das Thema dieses Vortrags ist. Sondern will eben sagen, was haben die Leute von Drupal da geantwortet in dieser Studie. Sie haben gesagt, Kernentwicklerwissen erreicht man nach ungefähr 1 bis 2 Jahren, wie man an dem Projekt arbeitet. Und sie haben gesagt, sie sollten ihre Einschätzung losgeben, was könnten zukünftige Probleme des Projekts sein. Und ein Administrator jetzt hier zitiert ist, die zukünftige Weiterentwicklung kann durch Probleme in der Ausbildung sowie durch nicht ausreichende Fähigkeiten neuer Entwickler beeinträchtigt werden. Also es wurde als Problem erkannt. Die Leute müssen das erstmal begreifen, bevor sie auch wirklich sinnvoll da was mitmachen müssen. Und Entwickler zu gewinnen, neue Entwickler zu gewinnen, ist für ein Open-Source-Projekt etwas ganz, ganz Wichtiges. So, jetzt noch rasch als Beispiel. Es ist die Theorie, wie kann so ein Weg zu Drupal überhaupt aussehen? Ja, ich kenne mich ja nur auch schon ein bisschen aus, wie ist jetzt also bei mir die ganze Sache vonstatten gegangen.
Zu meinen Zielen und Vorkenntnissen erstmal. Mein Ziel war natürlich, ich wollte eine tolle Community im Internet machen und ich wollte auch was machen, weil ich mich so ein bisschen mit dem Hintergrund auskenne. Habe ich nicht gedacht, oh, eine Community, ich brauche ein Forum und was könnte ich noch machen? Und Profile, jeder muss ein Profil erstellen. Dann habe ich eigentlich schon eine tolle Community, ist ja das, was alle machen. Ne? Aber wer sich damit so ein bisschen auskennt, weiß ja, eine tolle Community macht man eigentlich erst dadurch, indem man was wirklich Neues macht. Und was wirklich Neues, da bleibt mir nichts anderes übrig, als das zu programmieren. Ich habe also ein System gesucht, mit dem ich vermutlich leicht programmieren kann. So, jetzt zu meinen Vorkenntnissen. Das ist jetzt nämlich der Pferdefuß gewesen. Ich bin zwar Diplom-Informatiker, aber war immer so ein bisschen verspottet als der Kulturinformatiker, weil ich in sonst was für Bereichen herumgerieselt bin, nicht aber so richtig programmiert habe. Ja? Meine Vorkenntnisse sind also von den Konzepten her ganz okay gewesen, ja, denke ich mal. Von der Praxis aber nicht so. Ja, und man hat ja wahrscheinlich schon gehört im Vortrag davor, Drupal basiert auf PHP, ist eine Computersprache. Ne? Man kann dem nicht mit ganz normaler Sprache was beibringen, mach mal. Ne? Man muss das programmieren, in PHP. Und ja, da hatte ich keine Erfahrung. Von MySQL hatte ich auch keine Erfahrung. Naja, also insofern, das hätte alles ein bisschen besser laufen können. Ich habe mir dann aber Drupal angeguckt. Und habe also gesagt, okay, du könntest es selber programmieren, du kannst dich aber auch auf Drupal stützen. Was ist jetzt besser? Und habe dann gedacht, naja, wenn ich mich auf so ein System stütze, vielleicht schleppe ich was mit mir rum, was ich für ein sehr effizientes System vielleicht nicht bräuchte. Aber andererseits, die Community nimmt mir sehr viel Arbeit ab, bietet Unterstützung. Und Sicherheit spielt im Internet eine Rolle. Ich sollte ein System nehmen, wo viele Augen drauf gucken, mehr als zwei, die noch zudem ungeübt sind. Also schon aus dem Sicherheitsaspekt. Okay, dann weiß man, ich brauche ein Computer-Management-System, ein CMS. Warum jetzt Drupal? Und habe mir also angeguckt, ja, Open Source war sowieso wichtig, ne? Das ist eine Philosophiefrage. Aber auch wenn man natürlich was am Code machen will, so wie ich, dann ist es essentiell. Es sollte ein Computer-Management-System sein mit dem Schwerpunkt auf Community-Funktionen. Das ist Drupal. Es sollte barrierefreie Technik bieten. Da hört es schon auf. Ja, das ist ein ganz großer Unterschied. Man kann ja auf verschiedene Art und Weise Websites machen. Ja, wer was davon versteht, sagt irgendwann, ich komme um gewisse neue Techniken eigentlich nicht drum herum. Dazu gehört die Cascading Style Sheets. Und dazu gehört auch Respekt davor zu haben, wenn jemand nicht so viel Technik auf seinem Rechner hat oder es ablehnt, riskante Technik zu benutzen. Dazu gehört JavaScript. Web 2.0 Hype hin und her. Es gibt Leute, die es abgeschaltet haben. Und eine Community zu sehen, die sagt, ja, okay, wir machen JavaScript, aber wir machen immer Fallbacks. Das heißt, wir bieten auch immer Ersatzfunktionen, wenn JavaScript nicht eingeschaltet ist. Das fand ich eine super Idee. Ich gedacht, hey, die Leute, die kennen sich ja tatsächlich aus, die wissen, wo die wichtigen Sachen sind. Das fand ich richtig klasse. So, PHP ist eine relativ einfache Programmiersprache. Die Drupal API, das Application Programming Interface, also die Funktionen, die man so benutzt ständig, die schützt einen vor Sicherheitsproblemen und implementiert Routineaufgaben. Drupal ist modular. Das heißt, wenn es schon von vornherein auf Modulen basiert, kann ich auch relativ leicht neue machen. Und Drupal pflegt nur eine ältere Version. Da kann man sagen, ja, ist das nicht Fuideibel? Über Microsoft wettert man irgendwie, dass die aufhören, ihre Produkte zu supporten. Und jetzt kommt da irgendwie so eine Community her und sagt, sie pflegt nur eine ältere Version. Nun muss man sich aber angucken, was bedeutet das, wenn nur eine ältere Version gepflegt wird? Es bedeutet, dass man nicht Altlasten mit sich rumschleppt. Ja? Wer irgendwie mal auf dem Windows-Rechner gesessen hat, ein bisschen länger, vielleicht noch länger als ich, der weiß, ne, irgendwo schlummern da immer noch die 8 Zeichen Datei und 3 Buchstaben Endung im System. Ja? Das schleppt man so über die Jahre und das sind schon ziemlich viele Jahre. Und wenn ich mir jetzt den Code vorstelle, der dahinter steht, der sowohl das eine macht als auch das andere macht, dann sage ich als Anfänger, ich möchte gerne leichten Code haben. Einen, der keine Altlasten weiter mit sich rumschleppt. Ja? Deshalb also war für mich okay, ich muss ab und zu mal ein Update machen, sollte man bei Websites sowieso ab und zu, aber nur eine ältere Version zu haben, schützt mich davor, Altlasten zu haben, schlechten Code zu haben.
So, dann ging es los. Drupal-Website, drupal.org, ne? Haben wir eben schon gesehen. Da gibt es Tutorials, das sind tolle Einführungen, Teilgebiete, sehr praktisch. Und ich war dann konfrontiert mit einem Haufen Teilgebieten, die ich irgendwie sah. Und ja, ich kann Theming machen, ja, ich kann Module machen, ja, was will ich denn jetzt eigentlich machen? Ich war dann ziemlich überfordert. Dann gab es ein Buch oder es gibt mehrere Bücher, die einem einen angenehmen Einstieg irgendwie vermitteln, sage ich jetzt mal in die Mauskonfiguration von Drupal. Das ist keine Programmieranleitung. Ja? Es gibt mittlerweile ein Buch auf Englisch, was ein Programmiererbuch ist. Insofern, wenn man sich da so ein bisschen reingefuchst hat, dann hat man da was. Dazwischen, naja. Ja? Okay, aber dann ging es weiter. Community, ne? Ich habe gesagt, okay, ja, machst jetzt hier richtig mit, ne? Willst ja auch was beitragen, also schaust du mal, was du leisten kannst. Ja, und hab dann, war stolz, wenn ich irgendwas gefunden habe und war dann relativ enttäuscht, wenn dann gesagt wurde, ja, aber das ist deshalb und deshalb und aha, na gut. Also vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere an meine peinlichen Beiträge. Vielleicht auch nicht, umso besser. So, nächster Schritt war dann, ich schnapp mir so ein Modul. Ja. Der Konstantin vor mir hat das ja demonstriert. Ne. Man lädt sich ein Modul runter, man kann sich den Code angucken, man kann sagen, okay, wie verändere ich das? Und das Umschreiben eigener Module war dann schon ziemlich viel Praxis. Und dann ging es irgendwann, dauerte aber bei mir ungefähr ein halbes Jahr. So, das finde ich irgendwie zu lang. Ne? Und die Herausforderung war dann also da in so einem Sommer-Uni-Kurs. Versuchen wir das doch mal, versuchen wir mal die Fallstricke, die ich beispielsweise auf meinem Weg hatte, versuchen wir einfach diese Fallstricke erstmal zu lösen. Ja, okay, der Sommer-Uni-Kurs. Das ist jetzt der nächste große Abschnitt hier. Erstmal zu der Rahmenbedingung des Ganzen. Sommeruniversität für Schüler heißt also, es sind Semesterferien, es sind Schulferien und in den letzten 2 Wochen der Schulferien sind vielleicht viele schon aus ihrem Urlaub zurückgekehrt. Die Uni ist immer noch leer. Versuchen wir doch mal, die jungen Leute irgendwie dafür zu begeistern, an unsere Uni zu kommen. Vielleicht auch für unsere Fächer zu begeistern und so weiter, damit wir wirklich Engagierte kriegen. Ja? Und so ist es dann eben auch passiert. Teilnehmer angesprochen werden üblicherweise Schüler von der 10. bis 13. Klasse. Die sind dann eben zwischen 16 und 19 Jahre alt ungefähr. Und jeder Dozent kann dann selber noch bestimmen, welche Vorkenntnisse die Schüler haben sollen. Ich war mal ganz gewagt und habe gesagt, jeder braucht nur als Voraussetzung Erfahrung zu haben, damit sich auf irgendeine Weise eine Homepage gemacht zu haben. Sei es HTML, sei es PHP, sei es aber auch einfach nur zusammengeklickt. Es ging darum, dass sie einfach nur ein gewisses Verständnis dafür haben, was habe ich auf so einer Homepage und was habe ich nicht. So, Ziele des Kurses waren also grundsätzlich, dass ich die Leute machen lasse, eben, dass das Ganze nützlich ist für die Teilnehmer und mein persönliches Ziel eben, dass ich eine gewisse Affinität zur Community aufbaue, dass ich eben dafür sorge, dass sie da reingehen tatsächlich, dass sie irgendwann mal was beitragen können dazu. Also erstmal grundsätzliches zu Lehrziel und Methodik. Das Lernen von denen, die kommen ja nicht jetzt irgendwie aus Pflicht dahin, sondern weil sie ja irgendwas lernen wollen. Ja, sie haben sich angemeldet dafür, weil sie das zu irgendeiner Art und Weise brauchen, lernen wollen, wie auch immer. Es ist irgendwie nützlich für sie. Das ist ihre Motivation. Da brauche ich nicht mit irgendwelchen Bonbons zu hantieren oder Pizza zu bestellen. Die wollen was lernen. Jeder hat aber individuelles Vorwissen, individuelle Ziele und spricht auch auf unterschiedliche Lernmethodiken an. Ne, für manche ist es super, hier im Hörsaal zu sitzen und einfach so einen auf Couch Potato zu tun. Ne, für andere, die sagen, ich muss das selber machen. Das ist halt schwierig, alle über einen Kamm zu scheren. Da muss man individuell gucken. Das heißt, sowas geht dann auch nur in einer sehr kleinen Gruppe. Ich hatte 8 Teilnehmer insgesamt, auch für einen Unikurs sehr selten. Am Ende waren es immer noch 8. Dieselben 8. So, mein Ziel. Manchmal wissen die Lernenden nicht so richtig, was sie denn eigentlich brauchen werden und sagen, ich will nur eine Homepage machen, warum soll ich denn das jetzt lernen?
Ja, da muss man Ihnen manchmal so ein bisschen ein paar Sachen unterschummeln. Ja, zu diesem Unterschummeln gehört jetzt dieser Community-Aspekt, ne? Warum soll ich mich mit der Community unterhalten? Ich will doch nur selber was machen. Dann schreiben die nachher alle ab, das, was ich gemacht habe. Ja, das sind ja so die Sachen, die im Hintergrund sind, denen erstmal beizubringen und zu sagen, du guck mal, du veränderst das Modul. Wenn du das den anderen, wenn du den Patch einschickst, ja, die Veränderung einschickst, dann, und die finden das gut alle, dann ist die Veränderung drin. Und wenn die jetzt eine neue Version herausbringen, dann kannst du die Version gleich benutzen, denn deine Änderung, das, was du haben willst, die ist ja schon da drin. Dann brauchst du das nicht mehr neu einzubauen. So, das muss einem natürlich erstmal beigebracht werden, sonst hat man noch so eine andere Denke, so aus der materiellen Welt, ne? Hast du es, habe ich es nicht mehr. Das gilt hier in der Open Source Welt gerade nicht. So, das Ganze eben auch vor dem Hintergrund, nicht nur was für Drupal zu tun, weil ich das eben super schick finde, sondern eben auch um was zu tun dafür, dass überhaupt Kenntnisse da sind, um an Open Source Projekten mitzuarbeiten, sei es jetzt Drupal oder sei es irgendwas anderes. So, jetzt zum Ablauf des Kurses. Das sind jetzt die Kursinhalte, die es hier gab. Also es gab erstmal Grundlagen, was eigentlich nicht so gedacht war, aber die Technik hat am Anfang noch nicht so richtig mitgespielt. Deswegen musste man so ein bisschen Theorie leider vorziehen. Insofern denn auch die erste Überschrift, die Einrichtung von Drupal, Glück oder Können, was man für eine technische Infrastruktur hat. Die Anforderungen an Drupal sind relativ gering. Trotzdem gibt es ein paar Fallstricke und in einer gewissen Konstellation macht es eben doch tatsächlich Schwierigkeiten. Dann Konfiguration von Drupal, das ist relativ einfach. Das hat eben der Konstantin Käfer gezeigt. Ne? Management by Click. Ich kann mich durch die Website klicken, ohne auch nur ein Stück Code zu kriegen und ich kann mir damit schon eine tolle Website aufbauen. So, das ist jetzt für diejenigen, die jetzt kein Programmierwissen haben. Wenn Sie das drauf haben, dann können Sie sich Module runterladen, dann können Sie Ihre Website konfigurieren, dann können Sie die hübsch machen, dann können Sie schon eine ganze Menge damit tun. Und diejenigen, die jetzt ein tieferes Interesse haben, kannten das vorher auch nicht. Das hat die nicht gestört, dass sie da mit durchgegangen sind. Für die ging es dann aber danach weiter. Hier habe ich sie erstmal alle mitgeschleppt, einfach weil ich das für wichtig hielt, Support und Patches, also einen Einstieg in die Open Source Entwicklung zu kriegen. Da musste dann jeder ein Patch machen. Naja, sollte. Dann der nächste wichtige große Abschnitt, was ich sehr wichtig fand und wozu ich ein halbes Jahr gebraucht habe, nicht weil ich super doof bin, sondern weil ich super schwer die Stelle gefunden habe, tatsächlich, worauf es ankommt. Nämlich, an welchen Stellen kann ich eigentlich Anpassungen vornehmen? Das muss einem jemand sagen und dann weiß man es. Das kann ziemlich schnell gehen, da braucht man kein halbes Jahr für. Aber das ist ein entscheidender Faktor. Und letztlich hier auch sehr entscheidend Drupal-Erweiterungen. Also Basis ist das Hook-Konzept, was da drin ist, wie man das verwendet und anwendet, das muss man eben auch wissen. So, jetzt kommen ein paar Folien aus dem Kurs. 4 Stück nämlich genau. So, das ist jetzt also eine Einführung einfach, ne? Das haben Sie schon alles gesehen. Man muss so ein bisschen die Terminologie kennen, dann kann man sich auch zurechtklicken, ne? Das sind so ein paar Grundlagen, die man braucht. Ich muss wissen, was ein Block ist, aha, das ist die Sache, die hier am Rand ist und so und Navigation und naja und sowas alles, ne? Aber das kennen Sie sicherlich so von anderen Projekten auch. Im Fokus sollte eben sein, den Drupal-Community-Prozess kennenzulernen, den Entwicklungsprozess eben selber. Da muss man, wenn man so ein Patch einschickt und ich wollte, dass Sie ein Patch einschicken, da muss man da auch so ein gewisses Gefühl dafür haben. Also, wie sieht das bei Drupal jetzt genau aus? Es gibt ein zentrales Archiv, das nennt sich jetzt hier mal so CVS. Da haben die Kernentwickler eben auch Schreibzugriff und Leute mit Know-how haben da auch Schreibzugriff auf ihre eigenen Projekte. Alle anderen nicht. Ne? Vorhin war das Thema Sicherheit. Ne? Kann da jeder irgendwas machen? Nein. Es kann nicht jeder was machen. Man muss da erst durch so eine kleine optische Gesichtskontrolle oder sowas durch. Das weiß ich jetzt nicht genau, was die Kriterien sind. Ja, man outet sich irgendwie, was man vorhat. Und dann kriegt man auch einen Zugang dazu. Das ist jetzt auch nicht so schwer. Aber es wird empfohlen, wenn man nur so Beiträge macht, dann soll man einfach nur ein Patch einschicken. Und der wird dann von anderen,
tatsächlich reviewed, der wird also nachgeguckt. Patch ist das englische Wort für Flicken. Ne? Das ist so eine kleine Ausbesserung. Man lädt nicht das ganze Programm hoch, sondern nur die Stelle, die man verändern muss. So, alle anderen Interessierten probieren die Patches aus und sagen, ja, das ist toll oder nee, hat nicht so gut geklappt. Dann geht man halt wieder einen Schritt vorher, macht einen neuen Patch und irgendwann gibt es allgemeine Zustimmung. Der Maintainer kriegt das mit. Der Maintainer ist derjenige, der dieses Projekt betreut, der meist das Modul sich ausgedacht hat. Und der packt das Ganze dann tatsächlich in dieses CVS-System wieder rein. Und irgendwann wird dann auch die Entwicklerversion aktualisiert und irgendwann gibt es auch eine richtige Version, wenn alles ganz super läuft, dass man sagt, so, das können jetzt die Leute benutzen, das ist jetzt eine richtige Release. So, okay, also noch ein paar Folien aus dem Kurs. Wie hat das Ganze jetzt hier funktioniert tatsächlich? Erstmal, damit Sie wissen, wie so ein Patch, was man da machen kann, müssen Sie erstmal wissen, was es für Dateien eigentlich in Ihrem Modul gibt. Das ist gar nicht so kompliziert, das sind eigentlich nur drei. Das ist so eine Infodatei, die erhält so Informationen über das Modul, das ist ein Vierzeiler im Grunde genommen. Dann eine Datei, die man braucht, um irgendwas neu zu installieren, was dieses Modul dann später bereitstellt. Da geht es in der Regel um Datenbanken. Und dann gibt es noch das Eigentliche, da würde man dann die Veränderungen im Code machen. So ein Patch zu erstellen ist dann, wenn man sie ans Händchen nimmt, gar nicht so schwer. Das sind nämlich eigentlich nur diese fünf Schritte. Da denkt man, oh, beim Open Source Projekt, was ich da alles wissen muss. Ja, ganz so schlimm ist es gar nicht. Man muss erstmal wissen, aha, es gibt dieses CVS, das habe ich als Linux-Benutzer automatisch in meinem System mit drin. Heißt Concurrent Version System, naja, da können mehrere Leute gleichzeitig dran arbeiten, ohne dass das System durcheinander kommt. Super toll, wenn mehrere Leute gleichzeitig an irgendwas arbeiten wollen oder auch mal Pause machen wollen zwischendurch. Okay, was ich brauche ist, ich brauche die aktuelle Version. Die hole ich mir runter, das nennt sich dann CVS Support, ist ein Befehl. Dann muss ich das aufmachen, ich muss meine Änderung reinschreiben. Ne? Speichern nicht vergessen, und zwar unter demselben Dateinamen. Und dann führe ich dieses Kommando aus. Ich lasse mir die Differenz von meiner Datei in den Patch reinschreiben. Das ist der Befehl. So, und dann habe ich den Patch. Und das ist der Flicken, und den kann ich einschicken. Das ist soweit nicht so kompliziert. So, und dann gibt es in der Drupal-Community gleich so ein Formular. Ne, da trägt man alles ein, was man braucht. Das gehe ich jetzt nicht im Detail durch. Das sind, wie gesagt, Folien aus dem Kurs. Und damit ist die Sache mit dem Patch erledigt. So, jetzt aber trotzdem noch ein paar Worte dazu. Das war die Theorie. Und ich habe mir dann was Tolles rausgesucht, ne, wo jeder an der gleichen Stelle, es gibt immer wieder neue Funktionen, und wo also jeder an der gleichen Stelle was ändern kann in unterschiedlichen Modulen und jeder einen Patch einschicken kann und ein tolles Erfolgserlebnis hinterher hat. Das hat nicht so sehr geklappt. Ich habe mir nur die falschen Versionen leider angeguckt und nicht die aktuellen Entwicklerversionen. Und letztlich haben wir nur ein Modul gefunden, was hier eine leichte Änderung möglich machte. Insofern hat das leider nicht geklappt, im Kurs jeden ein Patch einschicken zu lassen. Das Ganze war dann also Dozentenvortrag. Ja, und sie konnten das nachvollziehen. Trotzdem wurde das hinterher überprüft, ob sie das begriffen hatten. Und dazu dann eben später mehr. So, der nächste große Big Point für diejenigen, die jetzt also sich so ein bisschen mehr auskennen wollten, ja, die jetzt sagen, so jetzt nur nicht an die Hand nehmen, sondern auch mal rein in PHP und was Eigenes machen. Oder auch nicht PHP, jedenfalls Website anpassen. An welcher Stelle kann ich eine Drupal-Website anpassen? Gut, ich kann natürlich mich in den Code reinschreiben und alles neu machen, ja, und dann sagen die Drupal-Leute, wir machen ein Update und dann stehe ich blöd da mit meinen Änderungen. Ne? Also, wo kann ich Änderungen vornehmen, ohne irgendwas am Drupal-Code zu tun. Und das ist die Kunst. Ja, und da gibt es jetzt drei verschiedene Möglichkeiten. Die erste ist, Drupal ist CSS-basiert. Das heißt, ich kann mein Layout vollkommen ändern, einfach nur, indem ich die CSS-Dateien ändere. So, erster Schritt. Zweite Möglichkeit. Jede Ausgabe von Drupal wird in sogenannte Theme-Funktionen geleitet. Die Theme-Funktionen machen die Ausgabe. Und das Geniale daran ist, diese Theme-Funktionen kann ich an anderer Stelle nochmal schreiben und dann werden meine Änderungen benutzt, ohne dass das Original angetastet wird. Wenn man das kennt und weiß, wie das geht, kann man seine Ausgabe von Modulen komplett
ändern und umschreiben, ohne was an den Modulen zu ändern. Das dritte ist, ich kann auch ein eigenes Zusatzmodul schreiben. Das wird für schwierigere Änderungen, die man nicht per Klick so leicht machen kann, empfohlen, dass man zumindest eins nach der eigenen Website irgendwie nennt oder so und da alle Veränderungen implementiert, die man so braucht. Das ist dann halt ein bisschen schwieriger. So, ja, das bisschen schwieriger kann ich noch ganz kurz erklären, weil wir glücklicherweise genug Zeit haben. Man kann es auch ein bisschen einfacher machen, das wollte ich mir jetzt gerade sparen. Und zwar einfacher machen dadurch, dass ich in den Code ja reingucken kann und sehen kann, was gibt es da für Originalfunktionen drin. Ja, da gibt es zum Beispiel so eine Originalfunktion, die mir einen Block macht. Ja, dieses Ding, was man sich irgendwie an die Seite packen kann. Und wenn mir das zwar schon nicht schlecht gefällt, aber auch noch nicht so richtig gut gefällt, dann kann ich mir heraussuchen, wo wird dieser Block definiert, kopiere den Code, schreibe den in mein eigenes Zusatzmodul rein, nenne das Ganze ein bisschen um und schreibe das Ganze um, so wie ich es brauche. Und dann habe ich meinen eigenen Block, kann den anklicken, irgendwo hinpacken. Ja, das Ganze funktioniert dann wunderbar. Ja, also auch da komme ich mit Copy and Paste schon eine ganze Menge weiter. Ich muss halt nur wissen, wo ich dieses Copy and Paste tatsächlich zu tun habe. Ansonsten hilft mir das reichlich wenig irgendwie weiter. So, das war eben auch deswegen wichtiger Inhalt in diesem Kurs, dass das vermittelt wurde. So, jetzt also Zielabgleich. Hat das so geklappt? So, die Methoden, die ich jetzt verwendet habe, um zu überprüfen, ob die Ziele erreicht wurden, war zum Beispiel ein Fragebogen. Das waren so 4 Seiten. Da wurde so gefragt, was ist ein Patch? Was ist ein Node? Ja, schon Begriffe, die jetzt heute aufgetaucht sind. Keine Angst, ich frage jetzt nicht ab. Das wurde am Anfang eben gefragt, um jetzt sicherzustellen, dass nicht jemand mit argem Vorwissen reinkommt und hinterher behaupte ich dann irgendwie, ja, er weiß, was ein Node ist, ne? Wusste er vorher vielleicht auch schon. Insofern muss ich das vorher checken, ne? Und dann mit hinterher vergleichen. Dann natürlich Beobachtung während des Kurses. 8 Leute können nicht ganz verbergen, was sie tun. Dann natürlich das Unterrichtsgespräch. Schüler sind es noch gewöhnt, so, ne, brav den Finger zu heben und so. Und dann letztlich kann man die ganze Sache auch daran messen, was ist eigentlich rausgekommen. Was haben sie zustande gebracht, die Schüler? So, und das ist jetzt, denke ich mal, das Unterhaltsamste. Das sind jetzt die Produkte. Das war so ein kleiner Design-Freak, ja. Wer versucht, dieses Design runterzuladen, wird das wahrscheinlich nicht finden. Das hat er nämlich selber gemacht. Ja, es beschränkte sich im Wesentlichen darauf, dass er an den CSS-Dateien herum editiert hat. Von PHP hatte er keine Ahnung. PHP war auch nicht das Ziel des Kurses, das zu lehren. Das wäre an 4 Tagen zu je 3 Stunden Unterricht auch nicht möglich gewesen. Ja, mehr war das nicht als Kurs. Das war aber trotzdem das, was er gemacht hat. Das war also eher eine grafische Studie, als dass es inhaltliche Sachen hatte. Hier ist nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Man muss sich einloggen, um das Ganze zu sehen. Da drehte es sich mehr darum, so ein kleines Freundschaftsnetz da drin zu modellieren. So, wer hat wann Zeit? Ne? Das war also eher so das Interesse von diesem Schüler. Eine Schülerin ohne PHP-Kenntnis war vollkommen erstaunlich. Die hatte durch den Eröffnungsvortrag angeregt, plötzlich die Idee, ich mache eine Literaturaustauschplattform. So, und das war dann also das. Sie hat sich dann eben ein Template geschnappt, ein Design, was sie eben fand, hat das angepasst, hat jetzt nicht so viel am Design gearbeitet, aber hat eben viele Module eingebunden tatsächlich und hat eben auch schon Inhalte reingepackt und daran soweit gearbeitet. Ja, auch ihr eigenes CCK hat man ja eben gesehen, ne? Hat sie sich also ihren eigenen Datentyp gebastelt, damit man seinen Literaturvorschlag da einbringen kann und so weiter. So, ein Schüler hat für seinen Vater versucht, die Homepage zu machen, der macht Audiosysteme, nun haben wir das hier also auch gesagt. Der nächste hat auch ein Community-Netzwerk versucht aufzubauen, er hat PHP-Kenntnisse gehabt. Und da dann also auch angefangen, ein bisschen rumzubasteln. Das ist aber auch im Wesentlichen ein fertiges Design, was er selber dann angepasst hat und diverse Funktionen eingebunden hat.
Und das Letzte, das ist hier der absolute Freak gewesen, ein Zehntklässler, der erst 2 Jahre Computer hat und irgendwie der Meinung ist, ich verbinde jetzt Drupal mit CVS, ich will, dass man PHP-Dateien direkt in CVS erstellen und farbig machen, markieren und was weiß ich. Also der hatte ganz große Pläne, weil er mit seinem 3D-Renderer, den er auch schreiben will, gerade mit anderen noch nicht ausgelastet ist. Ja, super Freak und also ganz erstaunlich. Ja. Er fing an und hat erstmal die Fenster alle weggemacht, weil er gerne an der Kommandozeile arbeitet. Also ich habe sehr gestaunt über den. Zum Schluss hat er doch mit Fenstern wieder. Aber trotzdem, ne, der Versuch zählt. So, okay, was ist jetzt mit den Community-Zielen? Wie gesagt, Fragebogenerhebung. Ne? Wer kennt Programmiererquellen? Wer weiß, wo man nachgucken kann? Ja? Wussten alle hinterher. Drupal.org, die API, die Groups, diese Websites, die es so alle dazu gibt. Wer kann patchen? So vorher, was ein Patch war, wussten ein paar, die programmieren können, was es ist. Keiner wusste, wie es geht. Ja? Wer PHP konnte, wusste auch hinterher, wie es geht. Wer kein PHP konnte oder sonst keine Computerkenntnisse hat, hat das nicht richtig irgendwie assoziieren können. Ne? Man kann ja immer nur das lernen, wo man irgendwie drauf aufbauen kann. Und die konnten nicht drauf aufbauen und insofern konnten sie sich auch nicht merken, wie man einen Patch macht. Alle anderen konnten das schon. Das hat also, Gott sei Dank, mit dem Dozentenvortrag kam das hin. Sowas ist ja nicht natürlich. So, ob Sie jetzt in der Community mitarbeiten, das werden wir sehen. Der Patch, den ich eingeschickt hatte, war bis noch vor 2 Tagen nicht angesehen, weiter und kommentiert. Das ist natürlich ein bisschen schade. Manchmal geht sowas schneller. Wäre ein tolles Erfolgserlebnis gewesen für die Leute, wenn schon der ein oder andere Rückkopplung bekommen hätte. Das hat aber leider nicht geklappt. Insofern, ob da jemand mitarbeitet, muss man sehen. So, okay, Bewertung des Ganzen. Was ist jetzt meine Konklusion? Die erste ganz wesentliche von mir ist, so einen Kurs zu machen, ist eine ideale und äußerst effiziente Vermittlungsmethode für Drupal und auch überhaupt, um Kenntnisse zur Community-Mitarbeit zu vermitteln. Das lernt man natürlich auch anders. Klar, die meisten, die hier sind und die es gelernt haben, haben es nicht gelernt, weil es jemand ihnen beigebracht hat, sondern weil sie selber erarbeitet haben. Bei mir, wie schon geschildert, hat das sehr lange gedauert. Beim Kurs, das waren 4 Tage, jeder Tag 3 Zeitstunden. Und was dabei rausgekommen ist, ist meiner Ansicht nach im Vergleich zu der Zeit, die ich damals aufgewendet hat, enorm, nicht nur enorm, sondern geradezu fantastisch. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich will mich jetzt hier nicht nur selber beweihräuchern, ne? Würde ich gerne. Aber andererseits, die Leute, die da jetzt hinkommen zu so einer Sommeruni, ne, das darf man auch nicht unterschätzen. Wer geht denn in den Ferien als Schüler, ja, irgendwie noch zu einer extra Bildungsveranstaltung an der Uni? Das kenne ich vielleicht noch nicht mal. Oh Schreck, ja, wer weiß, was da auf mich wartet. Ja, dann zahle ich dafür auch noch Geld. Ja, das war wenig, das war 5 € pro Tag, 20 € für den ganzen Kurs. Das ist eher eine symbolische Summe, aber auch das muss man bereit sein. Ja, also wer geht zu so einem Kurs hin? Na, da kommen natürlich auch nur die hin, die super motiviert sind. Also wenn ich jetzt Lehrer an einer ganz normalen Schule wäre, dann nicht verzweifeln, wenn so ein Konzept nicht so aufgeht, wie es hier gelaufen ist. Ja, das ist eine ganz andere Motivation natürlich auch, als andere Leute haben. Also mit super motivierten Leuten funktioniert das. Das muss aber nicht tatsächlich mit jeder Zielgruppe so funktionieren. So, okay, was für Folgerungen kann man daraus ziehen? Was kann man irgendwie besser machen? Das erste, meiner Meinung nach, das Kursangebot ausbauen. Das zweite, für diejenigen, die keine eigenen Ideen haben, ein Fallback-Ziel bereithalten. Du kannst ja so und so eine Website machen. Das sollte so ein Fallback-Ziel sein. Habe ich aber nicht weiter präsentiert, weil eigentlich jeder eine Idee hatte. Hinterher habe ich dann aber gehört, es wäre schön gewesen, wenn jemand, der nicht so kreativ ist, tatsächlich ein Ziel gehabt hätte. Dann,
Wer sowas machen will, jeden ein Patch einschicken lassen. Leute, guckt euch die Development-Version vorher an, ganz genau, ne? Und guckt nach, welche ihr benutzen könnt, denn es ist eine Schweinearbeit, das zu recherchieren, es geht nur Zeit drauf. Das ist jetzt was, was ein Dozent machen muss und was super zeitaufwendig ist, sich da reinzuwühlen. Aber ich denke mal, wenn man dieses Ziel verfolgt, so wie ich es verfolgt habe, kommt man dann nicht herum, das vernünftig vorzubereiten. Und um technische Probleme zu umgehen, wäre es auch eine super Idee, Webspace als Kurs-Add-on weiterzugeben. Ja, das ist auch was, was ich sage, auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal mache, ich habe mir schon den Webspace gemietet und das nächste Mal ist das einwandfrei, dass man sich damit nicht mehr herumschlagen muss und kann das Ding dann auch noch eine Weile behalten, solange man das entwickelt. So, ja, und das war's schon. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen und Anmerkungen. Wollen wir mal gucken, ob es wieder nur eine Handvoll Leute gibt oder ob es vielleicht diesmal ein paar mehr sind. Richtig. Das einfach mal dokumentieren mit diesen Patches. Was super scheiße ist, dass die Patches nicht angeguckt worden sind. Da sage ich jetzt aber auch mal frech, das hat was mit Vorbereitung zu tun, weil da hätte ich natürlich auch letztlich für sorgen müssen. Aber ich finde die Idee toll, da muss man was drauf machen. Also, weil das ist wirklich, ja, das ist eine freundliche Art, da ranzukommen. Und dann nebenbei ist Google dabei. Und das ist klasse. Also, alle, die von der Association hier sind, merken. Ja. Ja, danke schön. Nicht nur Lob. Frage, wer finanziert das? Wie lief das organisatorisch? Also, du sagst, ja, finanziert war das jetzt so, aus dem Topf, was die Schüler bezahlt haben, wurde der Kurs nicht bezahlt. Ja, das ist ein extra Topf, den die Uni aufgemacht hat, um so eine Sommeruniversität tatsächlich zu finanzieren. Das ist für die eine Werbeaktion, um eben wirklich talentierte Leute ranzuholen, ne? Die wirklich Feuer und Flamme sind für ein Thema, um die eben wirklich an diese Uni zu holen und die anderen, die auch, naja, vielleicht studieren, ne? Die sollen dann an andere Unis gehen, damit wir eine tolle sind, ne? Dann brauchen wir nicht mit NC und irgendwie solchen Geschichten so viel zu machen, sondern können das über diesen Kanal irgendwie versuchen. Ja, also für die ist es sozusagen Uni-Marketing. Ja, und aus diesem Topf wurde dann auch ich bezahlt letztlich, ja, nicht direkt von den Schülern. Wie bitte? Ist das ein bisschen dokumentiert Ja, na sicherlich. Ja, also jetzt im Rahmen von Folien oder sowas und die Schüler haben auch da kleine Dokumentationen zugekriegt, dass sie das eben konnten, aber das war dann eben abgestimmt auf ihre jeweiligen Fälle. Ja, das waren ganz viele Kurse. Das drehte sich im Wesentlichen um die Naturwissenschaften, Chemie, Physik, Informatik, naja, Informatik, Naturwissenschaft, ne, ouch. Aber also um diese technischen, sagen wir jetzt mal, Fächer drehte es sich im Wesentlichen. Das hat so eine Tradition, auch hängt sehr zusammen von den Leuten her, sind die sich auch am Girls Day sehr engagieren, um also jetzt gerade Frauen ranzuziehen, junge Frauen, Mädchen dafür zu begeistern, doch vielleicht auch was Technisches zu machen. Ja, das ist so mit dieselbe Gruppe Das ging gewesen. dann alle Berliner Schulen. Das ging an als Aufforderung und Werbung ging an alle Berliner Schulen und es gab ein paar hundert Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Nein, 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 der Kurs war nur 8 Teilnehmer. Es war eine Schülerin dabei. Besteht die Möglichkeit, an diese Folien da von den Kursen zu kommen, um vielleicht auch das eigene Lernen da so ein Ticken zu optimieren? Ja, das kann man machen. Nur man darf nicht unterschätzen, das sind Folien. Ja? Also ich kann die ohne weiteres online stellen. Nur das sind halt Folien, das ist also Begleitung zum Vortrag. Ne? Was fehlt, ist der Vortrag dazu. Ja, das ist jetzt viel besser, wenn man das Video hat, dass man einfach da reinschaut. Ja, als in sowas. Das kann unter Umständen dann ein bisschen dröge sein, ja, aber da kann man rankommen, ja.
kann und fragen so diese ganze Purple Community, wie viele Leute da mal so mit dem Kalk ziehen und dieser Schwarm, dieser Grauton drumherum, wie viele Leute sind das denn? Das ist eine gute Frage, das weiß ich selber auch nicht genau, weil ich eher so in den äußeren Bereichen dieses Universums tätig bin. Und dann auch mal so ein Patch und so und hinterher, boah, was ein Patch, ne? Dann auch mächtig stolz. Aber das ist es dann im Grunde auch schon. Ich fange jetzt gerade an, selber ein Modul zu entwickeln. Das ist eigentlich schon im CVS drin, aber es ist noch nicht released, weil muss das richtig gut sein, ne? Und also Leute haben so zum Thema Qualität, die meisten auch einen gewissen Qualitätsanspruch, dass wenn man irgendwie eine Release da hat und zieht sich das runter, auch wenn das jetzt nicht offiziell freigegeben wurde von irgendjemand, aber eigentlich ist das schon, was man da runterzieht, schon wirklich ganz gut dadurch, ne? über diese sozialen Mechanismen, die da irgendwie ablaufen. Ne? Man traut sich ja nur mit seinem eigenen Namen dann wirklich mit was Gutem raus. Von den ganzen Hürden, die für einen neuen Entwickler erstmal da sind, die ganzen Konventionen, was man beachten muss, die Werkzeuge, die man braucht, wie viel ist innerhalb des Kurses gelungen, da ein bisschen Schwellen abzubauen oder in die Richtung zu gehen? Weil ich hatte jetzt den Eindruck gewonnen, dass gerade auch gesagt mit dem Patch, dass es so ein bisschen in Richtung Hacken gehen soll und nachher stellte sich dann raus, auf der eine hat vielleicht überhaupt keinen Bock auf PHP, sondern macht halt Themes oder. Ja, die Teilnehmer waren ja vom Niveau her total heterogen. Ja? Jeder hat schon mal eine Homepage gemacht. Es waren tatsächlich die Leute da drin, die sich nur die Homepage zusammengeklickt hatten, die noch nicht mal in HTML reingeguckt haben. Ja? Insofern, wenn ich jetzt sage, macht jetzt hier im PHP-Code, macht doch mal selber alle. Ja? Das kann ich nicht tatsächlich mit jedem machen. Ja, insofern war auch die Patch-Geschichte so, dass da eben ganz konkret was vorbereitet war. Die Leute, die sich einkennen, die Deinstall-Funktion ist relativ neu in Drupal 5 und war lange Zeit nicht in aktuellen Modulen drin. Und es ist relativ leicht, die tatsächlich da einzubauen. Ja, wenn man jetzt so eine Idee hat für ein Patch, dann, was man mit allen macht, dann hängt das natürlich auch extrem an der eigenen Kreativität. Fällt mir was ein, wo ich tatsächlich jeden mitnehmen kann, der für sich selber in einem Modul tatsächlich was einbauen kann. Ja, das ist nicht ganz trivial tatsächlich. Ja, wäre schöner, wenn man nicht 8 Teilnehmer hat, sondern 30 und macht dann 2 oder 3 Workshops. Ja, dann braucht man 30 Beispielmodule. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man eher weniger, wenn man so frei steht, also ich komme mit mehr aus dem Flugzeug und die wissen ja eh nicht, was sie wollen. Die haben meistens, sag ich mal, das Drama hinter sich, das Drama und sind jetzt irgendwo bei irgendwas gelandet und haben alle Fettnäpfe durch. Ja? Also da geht es jetzt eigentlich nur noch darum, okay, passiert uns das da auch? Ja? Oder wie ist es denn hiermit und wir sind da sind und was ist denn das für eine Alternative? Und naja, da sind wir Snapshots so hinzukriegen, eigentlich mal gut. So könnte das damit aussehen oder so können wir es hier. Oder wenn du das da machst, wirst du an der Ecke verwenden und also. Ja, nur wenn du sagst 30 Schüler, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass das sehr schnell zu einer Grüppchenbildung kommt und dass du dann wieder so diese üblichen Schulklassengeschichten hast. Also ich habe einen Workshop-Dienst von 10 Leuten, einen Hacking. Das wissen die oft am Anfang gar nicht. Also das ist auch so. Also zum Beispiel der Kanapika ist ja was total Wichtiges bei Truppe. Der hat ja einen atemberaubenden Publicity dafür. Ich meine, das macht mich aufregend. Der setzt nur 6 HTML, also die Farbwerte dabei. Aber macht das auf eine dermaßen schicke Art, mit Vorschau und so sexy, sag ich mal, ja, dass das wirklich ja, der absolute Erfolg ist. Und alle Developer sagen, das ist ja so aufregend dran, ne? Das ist ja nur mal eine Installation. Ne? Aber es hat viel dafür gesorgt, dass das aus dieser Geek-Ecke rauskam. Und ich glaube, das ist immer bei diesen Seminaren oder bei diesen Kursen wichtig, dass man das auch offen lässt. Also, dass der vom Team-Workshop auch wechseln kann, hin zum PHP oder der vom, wenn der ein Problem hat, dass er da hingehen kann und so. Und, also, ich weiß nicht, 30 ist hart, also das zu managen. Aber gut. Über 4 Tage vielleicht schon, wenn es immer 2 Wochen geht und der Kurs trifft sich langsam. Also ja, gut, okay. Ich weiß nicht, okay. Wie du das, also 30 Leute von der Kategorie. Also, nein. Das wär wirklich nicht zu machen gewesen. Ja, dann neigt man wieder dazu, denke ich mal, automatisch irgendwie als Dozent,
die versuchen, man hat so das Gefühl, die machen, ja, Gott, was machen die denn jetzt alle? Ne? Jetzt muss ich erstmal dafür sorgen, dass die wieder alle das Richtige machen. Richtig heißt jetzt das, was ich denke, was richtig ist. Ja, normalerweise kümmert sich ja selber schon ganz gut darum, das zu machen, was ihn selber interessiert. Die Frage ist dann nur umgekehrt. Ne? 30 Schüler, das ist dann so wie hier. Wer hebt denn jetzt wirklich den Finger und sagt, ich komme hier nicht weiter? Ja, das ist dann eher das Problem. Neigen die Schüler dann wirklich dazu, den Mund aufzumachen und zu sagen, komm mal und hilf mir mal. Oder vielleicht lassen sie sich von ihrem Nachbarn helfen oder sowas. Also da kann man sicherlich auch eine ganze Menge machen an Methodik. Jetzt, hier war es jetzt was relativ Neues. Ich würde wieder nicht über 10 Leute gehen. Ja? Jedenfalls nicht mit dieser Lehrform. Bitte? Es war für 10 vorgesehen. Es haben sich 8 gemeldet. Ja, es waren vorher sogar über 10 Meldungen und ein paar haben sich dann doch für was anderes entschieden wieder. Nein, es war in der Woche der einzige Informatikkurs. Ja, es gab einen Tag vorher eine Vorlesung, die ich selber gehalten habe. Da ging es um Social Networks im Web 2.0. Ja, großer Titel. Ja. Letztlich dahinter war es, dass man sich ein paar populäre Websites angeschaut hat und gesagt hat, was wird da mit Metadaten gemacht? Ja, sozusagen diese sozialen Netzwerke, wie wird das tatsächlich benutzt, um daraus Informationen zu schöpfen? Also ja, Google, Amazon, Last.fm als Musikwebsite und solche Sachen. Ja, und da waren ein paar angeregt tatsächlich, ja, oh, ja, toll, da muss ich mitmachen. Ja, ein paar hatten sich dann aber auch anders entschieden und wollten dann was anderes machen. Ist jetzt auch jemand dabei rausgekommen, der so weitermacht? Irgendwie? Ja, ich weiß von mehreren, die weitermachen. Ich weiß von niemandem, der absichtlich sagt, nein, ich mache nicht weiter. Ich nehme mal an, sehr konservativ geschätzt, die nichts sagen, machen nicht weiter. Ich muss mal überlegen, also ich weiß von vieren, von der Hälfte. Weil ich habe jetzt gesehen, ich bin die Seite Drupal Leiters, ne, von Marco Rademacher und da sind ja meine Ergebnisse. Ich musste natürlich auch die Nachbereitung, ja. Vorbereitung auf die nächsten, ja, und die Motivation dann in der Nähe. Ja, du bist schnell. Nee, aber ich finde das richtig toll, die Idee. Und ich glaube, das denke ich auch, ja. Ist eigentlich auch mal angedacht, eventuell später nochmal nachzufragen, ob es noch wie das weitergelaufen ist? Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich hoffe, dass es mir gelingt, den Kontakt so weit zu halten zu den Leuten, ja, dass ich ihnen auch weiterhin Tipps geben kann, noch weiter höre, was die so machen, ja, weil das eben auch einfach Leute in so einem Kurs ist auch immer natürlich eine Grundlage, wenn man jetzt irgendwelche eigenen Projekte vorhat oder die haben eigene Projekte, man ist automatisch schon in so einem kleinen Netzwerk drin, wo man weiß, da kenne ich die Leute, da kann ich mich trauen, was zu sagen und da stelle ich nicht einfach irgendwas ins Forum und dann warte ich und dann hat es doch niemanden interessiert oder sowas. Ne? Es ist ein bisschen leichter tatsächlich dann überhaupt erstmal eine Grundlage zu haben, Leute zu haben, so eine kleine Mini-Community zu haben und darin eben ein bisschen was zu üben. Also ich habe es ja eben eigentlich deshalb gemacht, ja, ob es jetzt, ich habe jetzt keinen Vergleich, ja, ich mache jetzt nicht für jedes System irgendwie so eine Einführung. Mir ging es eben auch extrem um Drupal und wie gesagt, das war meine eigene Entscheidung aus den Rahmenbedingungen, die so zu Drupal gehören, dass ich das für mich selber geeignet fand, als Einsteiger im praktischen Sinne. Dass ich eben annahm, das ist für andere auch gut. Drupal ist auch nicht ganz unkomplex, eben was die Technik angeht. Und das muss man eben erstmal wissen. Ja, und das war eben versucht, jetzt hier mit dem Kurs zu erledigen. Und wie das jetzt wirklich mit weiterer PHP-Programmierung zu Drupal aussieht,
Das kann ich jetzt nach den 4 Tagen nicht sagen, weil dazu ist man jetzt mit 3 Stunden am Tag, da kommt man nicht dazu, jetzt mit den Schülern einerseits die Sachen zu vermitteln, denen den Spaß nicht zu nehmen und die dann noch anspruchsvolle Sachen programmieren zu lassen, das geht einfach nicht. Also das muss man ja Zukunft verfolgen. Nächstes Jahr gerne wieder Drupal oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nein, nein, nein. Wieder Drupal. Ja. Ja. War das jetzt ein halbes Jahr, 8 Stunden am Tag oder so mal am Wochenende oder abends nach dem Leben, wenn man abends nach? Ja, es war eher nebenbei. Ja, ja. Es war nebenbei. Ja, aber es war auch nicht so von wegen jeder Woche mal eine Stunde oder sowas, ja, sondern ich würde sagen eher so ein Wochenendzyklus. Ja, so im Durchschnitt. Ja, also immer mal wieder ins Buch reinschauen, wenn ich ein Buch lese, dann halt Drupal Einführungsbuch oder so, ja. Aber also es war jetzt nicht jetzt wirklich ein 8-Stunden-Tag oder sowas, jetzt von früh bis spät, das war es nicht. Ja, noch Fragen? Okay, dann nochmal schönen Dank. Schönen Dank auch für die vielen Fragen. Ja. Und viel Erfolg mit Ihren eigenen Bewerbungen. You've got a website, you need a system to manage your content, Drupal. If you want to build a web application, you've got to download Drupal. Drupal, 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 Drupal. If you've got a website, you need a system to manage your content, Drupal. If you want to build a web application, you've got to download Drupal. Drupal, 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 Drupal.